Palmer Vielfalt, ist mir noch Masken, was mir einfällt. Erinnert ihr euch noch? So kann es auf einem Ball aussehen, nämlich dem Diversity-Ball in Wien. Hier spricht Marcel Waller, Ihr Moderator, und herzlich willkommen bei Nahe, ja genau. Die intelligente, humorvolle TV-Sendung. Naja, genau, die schnellste Infosendung der Welt liefert euch die Bilder des Diversity Balles 2019. Virusbedingt dieses Jahr leider ausgefallen. Die gute Nachricht aber nun, ihr könnt hier ganz in den Ball hineintauchen. Marcel war für uns unterwegs und spricht als erstes mit zwei Polizistinnen. Ich bin ein Polizist. Und sie ist auch eine Polizistin, wie du siehst. Sie ist in Uniform und ich bin in der nigerianischen Uniform. Aha. Ja. Und wie heißen Sie denn? Ich heiße Peppi Böck. Und du? Und du? Und ich heiße Dina Gabriel. Ich bin 46 Jahre und schon 26 Jahre bei der Polizei. Aha, mein Gott. Ich bin noch ein bisschen länger bei der Polizei. Ja, ich bin schon 61 Jahre und 42 Jahre bei der Polizei. Wahnsinn! 42 Jahre, ja, ja. Wahnsinn! Da warst du noch nicht auf der Welt, Bruder. Ja, 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 da war ich nicht auf genau, der Welt. Genau, genau. Was? Und wir arbeiten immer mit Equalisint schon seit über 10 Jahren zusammen. Ja? Ja. Was halten Sie? Was halten Sie von Thema Vielfalt? Ich habe nicht verstanden. Was du vom Thema Vielfalt hältst. Ach so. Ganz viel, das ist uns sehr wichtig. Und unsere Aufgabe auch bei der Polizei ist es unter anderem, dass wir die Vielfalt repräsentieren wollen. Ich bin zum Beispiel eine lesbische Polizistin. Ich bin nicht nur privat, habe ich die sexuelle Orientierung, sondern auch wenn ich im Dienst bin, kann ich meine Orientierung auch nicht ablegen. Und ich denke auch, dass es sehr wichtig ist für die Bevölkerung, dass sie sehen, dass Polizisten und Polizistinnen genauso die Vielfalt repräsentieren, wie heute hier auf diesem Ball, wo wir auch alle möglichen Leute in der Bevölkerung sehen. Und wichtig ist, dass sie umgekehrt auch sehen, dass auch Polizei genauso die Bevölkerung widerspiegelt. Genau. Und wichtig ist es, dass man das Motto, unser Motto ist, du bist ein Mensch. Unser Motto vom Verein Bärensensibel Österreich ist, du bist ein Mensch. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Egal ob körperliche Behinderung, geistige Behinderung, ob Zuwanderer, Flüchtling, ob Österreicher, wurscht, ob sexuelle Orientierung, wurscht. Wir sind alle Menschen. Alle sind Menschen. Genau, genau. Danke. Du machst das super, das Interview. Sehr gut. Danke schön. Ja, super. Danke. Eine Frage. Ja. Und sind Sie zum ersten Mal da? Bei Diversity Ball oder öfters? Ich bin zum 8. Mal da. Ich bin zum 2. oder 3. Mal jetzt da. Okay. Ja. Und wir werden jedes Jahr kommen. Na, sehr was. Na, genau. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Vollgas. Ja. Vollgas, Leverkass. Vollgas. Vollgas Leberkass, während Marcel sich verabschiedet, schauen wir uns noch ein wenig am Ball um. In mehreren Sälen, auf zwei Ebenen wird getanzt, gehüpft, getratscht und sich ausgetauscht. Das große Thema, wie ihr jetzt schon gehört habt, ist das Thema
Vielfalt. Was arbeitest du im Büro? Ich war im Büro. Jetzt bin ich bei der Assistenz 24 und mache Fortbildungen mit. Also für Assistenten. Also wir bilden Assistenten aus. Und was machen Sie dort? In der Assistenz 24? Was macht die Assistenz 24? Naja, sie macht vieles. Genaueres kann ich schon sagen. Und zwar, sie hilft Leuten, die aus Wohnungen draußen sind oder auch persönliche Assistenz benötigen. Da ruft man an und dann, wenn man sie bewilligt gekriegt vom FSW, bekommt man von denen dort auch persönliche Assistenz. Und jetzt, also in kürzerer Zukunft, haben sie dann eine Firma aufgemacht, die heißt Inklusion 24. Da gibt es dann Fortbildungen für Assistenten und auch für Menschen mit Behinderungen hoffentlich. Ah, das finde ich sehr, sehr interessant. Findest du nicht das auch? Doch, ich finde es sehr interessant und ich finde es auch sehr gut, dass es sowas gibt. Während die Partygäste noch am Tanzen sind, haben wir einen nächsten Interviewpartner gefunden. Disco, Disco, Partisani. Man beachte die Dame, die im Hintergrund, also direkt dahinter, in der Mitte sitzt. Das ist die stolze Oma Fleischmann. Also die Oma von Marcel, manchmal etwas skeptisch reinblickend. Schließlich machen die beiden seit Jahren jeden Samstag eine Sendung. Jetzt ist es wieder soweit. Ich bin die Oma. Aber ohne Mischbecken. Ohne Mischbecken? Sagst du bitte uns, wer du bist? Ich bin der Jakob. Ich bin gerade da mit meiner derzeitigen WG, wo ich Praktikum mache. Mit einer WG auf der Simmeringer Hauptstraße. Und da bin ich halt eben gerade als Praktikant da. In welche WG? Das ist vom ÖHTB auf der Simmeringer Hauptstraße. AWG mit 14 Menschen mit ganz verschiedenen Beeinträchtigungen, ganz durchgemischt. Was bedeutet dir das große Thema Vielfalt? Vielfalt, was mir Vielfalt bedeutet. Ja, sehr viel. Also ich finde so eine Veranstaltung wie das hier jetzt mega cool, weil einfach, egal ob Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung, schwule Menschen, alles durchgemischt. Jedes Geschlecht, jede sexuelle Richtung, finde ich sehr wichtig. Und gerade bei solchen Veranstaltungen, das finde ich sehr gut. Sehr gut. Genau. Und bist du das erste Mal hier auf diverse Ball oder öfters? Ich bin das erste Mal da. Ich habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass es den Ball gibt. Und jetzt bin ich da das erste Mal. Wieso wusstest du von dem Ball nichts? Ich habe ehrlich gesagt noch nie was davon gehört vorher. Ich wohne halt auch noch nicht so lange in Wien. Daran liegt es wahrscheinlich. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Wenn ich fragen darf, wo wohnst du jetzt? Ich wohne in Simmering, in der Nähe vom Gasometer. Das hier war's, ne? Genau. Das ist nicht weit von... Na, das ist, keine Ahnung,
6-7 Straßenbahnstationen von hier, also nicht sehr weit weg. Genau. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Bitte. Möchtest du mir beantworten, die allerletzte Frage auf Erden? Ob du den Reinhard Fendrich kennst? Den kenne ich und du bist sehr großer Fan von ihm, gell? Ja, wieso weißt du das? Das hast du mir in der bei Comet, bei Medien Moor hast du das mal erzählt. Ja. Das weiß ich schon ganz lang, dass du großer Fan bist. Aber ist auch ein sehr guter Musiker. Danke für dein Interview, ja? Sehr gerne. Danke, dass du mich interviewt hast. Nächstes Mal wieder, ja? Gerne. Passt. Danke. Danke. Diese Sendung ist entstanden aus der Idee, einfach Unterhaltungsfernsehen zu machen. Und abgesehen von ganz Österreich und der ganzen Welt sind wir in Wien ganz besonders gerne am Diversity-Ball unterwegs. Die Geheimzeit ist jetzt. Oh, Musik in unseren Ohren. Seid's noch ein bisschen lauter und der Kickel schickt uns das Reiterballett. Ich komme seit mehreren Jahren schon zu diesem Ball und zwar deswegen, weil er so leicht ist, weil er so luftig ist, weil er so selbstverständlich ist. Und diese Selbstverständlichkeit der Diversität, der Vielfalt, der Buntheit, das ist das, was diesen Ball ausmacht und das hat mich schon seit vielen Jahren fasziniert und dann habe ich seit vielen Jahren auch schon privat genossen und werde ihn auch heute noch privat genießen. Und diese Vielfältigkeit ist aber im Augenblick gar nicht so selbstverständlich. Wir sind eigentlich in einer ganz merkwürdigen Situation und ganz merkwürdigen Welt, wo das Gegenteil dieser Vielfältigkeit im Augenblick von vielen verlangt wird. Und ich sage da, diese Veranstaltung ist auch eine kleine Demonstration in Wirklichkeit, eine gesellschaftspolitische, der Stadt. Denn die Stadt ist Vielfältigkeit und das Gegenteil davon wollen wir alle miteinander liefern. Das Gegenteil ist Einfältigkeit. Und dieser heutige Abend ist auch ein klares Zeichen der Wienerinnen und Wiener, der Menschen, all ihrer Buntheit, in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen. So wollen wir die Stadt haben. So sind wir stolz auf diese Stadt und sind wir stolz auf Veranstaltungen wie diese. Ich wünsche euch wirklich einen rauschenden Beinahe. Sie. Wie alt ich bin? Ich glaube, das darf meine Dame nicht fragen. Nein, wie heißen Sie? Ah, ich heiße Lisa Grüner. Was? Lisa Grüner. Ja? Schöner Name. Vielen Dank. Bitte schön. Ja. Ja. Und sind Sie zum ersten Mal auf den Ball? Nein, ich bin jetzt zum dritten Mal auf dem Ball, weil es so toll ist und weil es mir so gut gefällt und deswegen komme ich jedes Jahr wieder. Zum dritten Mal? Ja, zum dritten Mal in Folge, weil es so toll ist und mir so gut gefällt und weil Diversität einfach so ein großes Thema ist und echt super cool ist. Ja. Und was halten Sie über das Thema Vielfalt? Ja, ich finde Vielfalt großartig, weil ich selber Malerin bin und Autorin und im Marketing arbeite und Kuratorin bin. Also ich bin so viel Vielfalt in mir selber, dass ich das Thema so großartig finde. Also ich fühle mich da so zu Hause. Du bist
das ganze Vielfalt in dir drin. Genau, ich bin die volle Vielfalt in mir drinnen und ja, Vielfalt ist mein Leben und ich finde das großartig als Thema und ja, und ich wurde trotz Maske erkannt, also das ist total spannend. Aha, und wieso tragen Sie überhaupt eine Maske hier? Naja, weil das Thema des Balls ja Maskerade ist und da habe ich daraus gedacht, dass man dann eigentlich eine Maske tragen sollte. Und ich trage auch gern Masken, weil ich finde das spannend, wenn man ganz vielseitig im Leben ist, dann kann man auch durchaus eine Maske tragen, wenn man quasi sich selber sowieso lebt. Dann ist es auch mal lustig, wie anderer zu sein, aber ich werde ja trotzdem erkannt. Also erkannt? Ja, erkannt. Na dann danke nochmal für das Interview. Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke. Ihn kennt ihr ja sicher schon, das ist Brani, der erste Wiener, wenn man so möchte, Gebärdensprach-Rapper. Er ist hörend, kann Gebärdensprache und hat irgendwann beschlossen, er übersetzt Lieder in Gebärdensprache. Say a prayer to yourself. He says close your eyes. Sometimes it helps. And then I keep a scary thought. Willkommen bei, naja genau, die intelligente, humorvolle TV-Sendung. Nur in OctoTV zu sehen. Und wir sind auf Diversity Ball 2019. Und ich begrüße meine erste Gästin. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Ich bin die Andrea, alias Fräulein Pottmesil. Ja, so heiße ich. Lange Name. Ja, das sind, weil es zwei Namen sind. Ja. Ja. Meine erste Frage an dich. Wie bist du bei Musik gekommen? Also, ich habe früher als Kind das immer wollen. Da habe ich immer die Nena nachgemacht. Und später bin ich
ja, irgendwie hineingeraten in so musikalische Freunde. Und dann haben wir, der hat immer Klavier gespielt, ich habe immer gesungen. Und dann ist dann irgendwann ist eine Band entstanden. Und dann haben ein paar Leute gesagt, das finden sie gut. Und dann haben wir weitergemacht. Und jetzt machen wir das schon seit 2007, glaube ich. Oder, Bruder? So lange her. Ja. Und wie heißt deine Band? Die heißt Popsch. Was? Popsch, wie der Hintern. Popsch. Lustiger Name. Ja, wir sind auch eine lustige Band. Englisch oder deutsche Musik? Beides, mehr Englisch. Also wir sind alle schwul, lesbisch. Und wir singen halt in unseren Texten auch darüber, dass das so ist. Also wir tun nicht so, als wären wir in einer Mann-Frau-Beziehung, sondern wir sagen das auch in unseren Texten. Wir beklagen Homophobie, aber niemals mit einem erhobenen Zeigefinger, eher mit Humor. Was bedeutet Vielfalt für dich? Vielfalt ist das ganze Leben, ja. Die Vielfalt fängt bei einem selber an, wenn man manchmal glaubt, so ist es. Und dann merkt man, na, so ist es doch nicht. Das ist auch Vielfalt. Vielfalt ist, wenn man merkt, dass man selber Vorurteile hat, und die dann ablegen kann, wenn man was anderes gesehen hat. Vielfalt ist so viel, dass ich jetzt gar nicht fertig werden würde. Ah, das war gescheit. Ja. Worüber reden wir? Ja. Ich stelle dir Fragen und du musst beantworten. Nun, die wichtigsten Grundzüge des Interviews sind nun geklärt. Sagst du uns bitte, wer du bist? Das bleibt ein Geheimnis, bis um Mitternacht. Aha. Es wird erst um 12 Uhr gelüftet, Marcel. Ja. Sind Sie zum ersten Mal hier auf dem Ball oder öfters? Ich bin zum zweiten Mal da heuer. Sozusagen ein Wiederholungstäter. Aha, ein Wiederholungstäter. Jetzt hat mir letztes Jahr so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, ich komme heuer wieder. Ja, ja, ja. Und wann sind Sie da? Ungefähr 2016 oder was? Ich war 2018 das erste Mal da. Aha. Also eigentlich eine Spätberufene, wenn man es so nimmt, weil der Ball wird heuer 12 Jahre. War ich eh spät dran. Ja. Du bist immer so spät dran. Tja. Ja. Und was halten Sie über das Thema Vielfalt? Also Vielfalt geht uns alle an, weil jeder von uns ist anders. Und das ist auch cool und das ist gut so. Und das sollte viel mehr gelebt und gefeiert werden. Ja. Und ich finde es auch ganz toll, was die Kollegen jedes Jahr auf die Beine stellen.
wirklich eine super Sache und da steckt ganz viel Arbeit dahinter. Da kann man Ihnen nur gratulieren, was Sie jedes Jahr so schaffen. Ihr kennt sicher diesen Ausdruck, das ist aber jetzt ein perfekter Schlusssatz. Und den wenden wir hier auch an. Die Kolleginnen und Kollegen, die hier jedes Jahr ganz Tolles auf die Beine stellen, dieses Jahr virusbedingt nicht, aber kommendes Jahr, so hoffen wir es, sehen wir uns alle am Diversity Ball und auf anderen Bällen wieder. Was bleibt uns noch, außer uns zu verabschieden? Wir wollen euch noch sozusagen die Hymne des Equalescent Balls zeigen und vorstellen. Equalescent ist ja eine Einrichtung, eine Institution, die sich um Gebärdensprache kümmert, um die Verbreitung von Gebärdensprache. Und Hands Up ist ein Lied, das gemeinsam gebärdet und gesungen und gehört und nicht gehört werden kann. Ja, in diesem Sinne, es hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Wir hoffen sehr, dass ihr in 4 Wochen wieder dabei seid. Eine schöne Woche noch. Ciao, Baba.